mal getestet hier auf dem Kanal. Gibt es auch ein schönes Video. Die habe ich dann verglichen mit den Erdnussflips Mexican Style. Ganz genau. Das waren die beiden Sorten. Jetzt gibt es tatsächlich neue Crunch Chips Indien Geschmack. Und die habe ich gekauft hier im Beckum im Kaufland. Da habe ich die ergattert. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die noch bekommen habe, weil das Regal war fast leer geräumt. Es war nämlich der Tag vor Halloween, da war noch sehr, sehr viel los. Und ja, ich habe noch eine Tüte abends bekommen von diesen Indian Curry Chips. Und es war auch ein Wunsch von euch, dass ich die mal teste. Deswegen freue ich mich ganz besonders, jetzt dieses Video mit euch gemeinsam machen zu können. Indian Curry, wie schmecken die denn wohl? 175 Gramm sind drin. Die Zutaten gibt es am Ende des Videos nochmal als Foto für Allergiker und etc., damit ihr mal draufschauen könnt, was da so alles drin ist. So, ich teste jetzt erstmal mit euch gemeinsam den Geschmack. Erstmal wird die Nase in die Tüte gesteckt natürlich. Und der Geruch, oh, der ist schon wieder richtig geil. Also diese indische Würze, die kriegen die von... Lorenz heißen die ganz genau, voll der Profi, nein. Lorenz heißen die und kriegen die echt ganz gut hin, diese indische Würze. Und der Junkfood-Guru weiß natürlich, wie die Chipsmarke heißt. Es gibt Lorenz, Funny Frisch, Pringles, Lay's und damit habe ich schon mal vier große Chipsmarken genannt. Kennt ihr noch andere Chipsmarken? Schreibt es mal in die Kommentare. Kettles kenne ich noch, die finde ich ganz gut. Naturals sind von Lorenz. Und bevor ich euch jetzt zu sehr ablenke... Beiß ich mit dem ersten Chip hier rein. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die indische Küche eine meiner Lieblingsküchen ist. Ich liebe es und ich esse, glaube ich, in der Woche mindestens 2 bis 3 Mal indisch in Hamburg wirklich, weil ich das so gerne mag. Die Soßen, ich mag gerne klar das klassische Chicken Curry, aber auch Tikka Masala, Masala Makan. Und Jalfrese, wahrscheinlich alles jetzt gerade falsch ausgesprochen, wer wisst, was ich meine. Ne? Oder Chicken Saag mit Spinat. Ich liebe Indisch. Indisch ist so geil gewürzt. So, und jetzt habe ich hier die Crunch Chips Indisch. Und ja, die haben auch eine geile indische Würznote. Also die finde ich extrem gut gelungen. Aber man muss tatsächlich Indisch mögen. Also wenn jetzt irgendjemand ein Problem hat mit den typisch indischen Gewürzen, Finger weg. Für alle, die indisches Essen lieben, gönnt euch die. Die sind richtig geil geworden. Alter Falter. Weil es ist ein leichter Currygeschmack drin. Ich bin bei den Gewürzen, ich finde diese Kombination immer so gar nicht. Ich glaube, die Inder nehmen ganz gerne Koriander. Mag ich total gerne, aber es gibt auch Leute, die hassen Koriander. Ich liebe Koriander, ich liebe Kurkuma und alles, was irgendwie würzig ist, mag ich total gerne. Ich mag auch Knoblauch. Alles, was würzig ist mit K ist, mag ich. Und diese Chips sind geil, auch wenn sie mit C geschrieben werden. Schmecken super lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die Crunch Chips Indian Curry, die es jetzt neu gibt, bekommen von mir stolze 9 Punkte. Für alle, die indisches Essen gerne mögen, gönnt euch die. Die schmecken wirklich richtig geil. Und nicht vergessen, den Kanal hier oben abonnieren, weiterempfehlen und kommentieren. Ich freue mich und gerne auch weiterhin Vorschläge. Es dauert immer so ein bisschen lange, bis ein Vorschlagsvideo bei mir kommt, weil es noch so viele Produkte gibt, die ich testen muss, aber ich versuche das alles zu berücksichtigen, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.